Nein. Wir sind auf dem Weg zu einer Vernissage von dem Künstler, der mein Lieblings-Street-Art in Köln gemacht hat, von dem mein Tattoo inspired ist, überm Ellbogen. Yes, I'm excited. Workspace, ja, ganz, ganz hässlich. Guck mal, das müsst ihr ignorieren. Hier so friendly, gelb, pastellblau und dann so boom, the pressing. Aber ich habe das Glück, dass ich diese Woche einen neuen Schreibtisch geschenkt bekomme, der ein bisschen besser dazu passt hier in die Mood. Meine Büro-Supplies neben diesem wahnsinnig cuten Secondhand-Cardigan, den ich mir dann auch noch gekauft habe in der Stadt. Weil immer, wenn ich durch die Stadt laufe, ich komischerweise Sachen kaufen muss, die ich gar nicht kaufen wollte. Erstmal habe ich diese Plant mir geholt für auf meinem Schreibtisch drauf. Und diese Plant kommt in dieses wunderschöne Töpfchen. Auch in so einem White. Oh mein Gott. Cute. Au, oh, scheiße. Ah, nee. Oh. Oh, es ist perfekt. Ich dachte kurz, das ist zu groß. Aesthetic Love. Oh. Dann habe ich so ein Pflanzenstellsystem. Oh. Für meine riesengrüne Plant, nicht von diesen Plants, sondern die ist aus einer anderen Plant einfach. Oh Gott, ey. Und bei dieser Lampe bin ich einfach nur dahin geschmolzen. Die sind halt aus meinem Lieblings... Ja, aus meinem Lieblings-Deko-Store eigentlich in Köln. Grand heißt der. Grand. Heißt der Grand? Heißt der Granit? Habt ihr das auch? Manchmal lese ich Sachen einfach nicht, obwohl ich tausendmal da schon reingegangen bin. Und jedes Mal, wenn ich jemand fragt, oh mein Gott, woher hast du das? Kann ich irgendwie nie sagen, woher es genau ist. Wisst ihr, was ich meine? Hier. Grand. Oh, ich kotze gleich. Ich habe einen Kotzreiz. So cute ist die. Oh, es ist, ich finde es so toll. Dann habe ich mir noch so cute Textmarker geholt. Guck mal bitte. Ästhetisch. Einer meiner absoluten Lieblingsläden ever. Ich habe so Büro-Supplies bei Muji geholt. White Schere. Einen kleinen weißen Tacker. Einen tollen weißen Locher. Das passt alles zusammen. Ein durchsichtiger Stifthalter. Ein kleines Maßband. Brauche ich auch immer wieder. Jetzt, das hat mich absolut umgehauen. Das ist ein Papierschreiber, der wichtige Akten schreiben kann. In einer Mini-Form. Oh, und das. Eine To-Do-Liste. Die kann ich dann so auf meinen neuen Tisch legen. Meine kleine süße To-Do-Liste. Weil ich hätte einfach gerne so einen ästhetischen
Arbeitsplatz, an den man sich auch gerne setzt, wo man nicht die ganze Zeit so zurückschreckt, wenn man ins Zimmer reinkommt. Oh. Verstehen wir alle. Deswegen zieht euch jetzt mal genüsslich das Vorher rein. Wenn es nicht ästhetisch wird, dann kriege ich einen Nervenzusammenbruch, literally. Im Grand Total. So ugly. Mal gucken, wie es danach aussieht. Das sind die Dinge, die mich heutzutage begeistern. Okay, you ready for the new sound? Oh, die hier. Ich liebe auch diese Tastatur, diese kleinen Details, wie das D aussieht, dass beim G so ein Pfeil schon fast ist, wie das R aussieht, wie die Zahlen aussehen. Oh, das ist einfach so ein richtiger Retro-Dream und es ist voll klein und ich finde es einfach minimalistic heaven. Im Office Umstyling angekommen. Ich habe hier nämlich überall so schwarze Stative und Lichter und sowas stehen und das sieht man immer im Hintergrund von den Videos. Das heißt immer, manchmal räume ich es weg, aber ich dachte, es wäre eigentlich nicer, wenn ich ein Regal hätte, wo ich das alles einballern, verstauen kann, vor allem, weil die meisten Sachen brauche ich nicht regelmäßig. Die hole ich einmal im halben Jahr raus. Und bis dahin sollten die einfach gut verstaut sein. Und weil hier keine langen Gegenstände reinpassen, musste ich mir natürlich noch ein extra Regal holen. Ich frage mich wirklich, Leute, wie krass es ist, wie man so einen Raum halt füllen kann und wie viele Sachen da wieder dazukommen und so. Ich habe übrigens super lange gebraucht, um so ein Metallregal ohne Wände zu finden, wo lange Sachen reinpassen. Mal gucken, ob es schwer aufzubauen ist.
will euch eigentlich schon die ganze Zeit mein beautiful umgestyltes Büro zeigen. Aber ich habe hier so viele Kisten, die ich noch verschicken muss. Es sieht ein... Oh. Ich räume die jetzt einfach alle kurz einmal aus meinem Zimmer, damit ihr so, damit man auch mal mein Bürozimmer-Makeover sieht, okay? Weil ich bin eigentlich echt stolz drauf. Ich finde es mittlerweile, ich fühle mich mittlerweile sehr wohl. Ich finde es sehr schön und sehr ästhetisch. Außer die ganzen Kisten, die ich noch verschicken muss. Aber das ist part of the deal. Ich will ja auch, dass ihr irgendwie was von mir bekommt, ne? In Form von Überraschungskisten, die ich übrigens auf meinem Discord-Server verlose. Dazu gehört halt, dass die hier rumstehen. Tagelang, wochenlang meistens, bis ich die Verlosung gemacht habe. Versteht ihr, was ich meine? Ich packe sie kurz weg und dann mache ich eine Retour. Okay, ich bin ready. Oh, warte, ich bin einen auf ins Reinkommen. Isn't this lovely? Isn't this wonderful? Das Regal ist immer noch nicht repariert, aber im Grunde genommen wunderschön. Wow, ein cooles Bild und Stauraum. Das Equipment ist gut verstaut. Wow, 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 wow. This desk is so clean and minimal. Na, na, na. Aber ihr wisst, was ich meine, oder? Im Grunde genommen schon sehr cute. Look at this. Look at this. Wenn ich hier stehe, wenn ich hier sitze, ich weiß nicht, was ich mit diesem Sessel machen soll. Irgendwie bräuchte der noch so ein Special Place und vielleicht so einen kleinen Table daneben. Vielleicht hat ja jemand einen Vorschlag. Aber irgendwie, also so ist schon... Ich habe mein Bestes gegeben. Bis mir halt das nächste einfällt, was ich irgendwie cooler machen könnte. Bye.